Hey Leute, was wäre Kino ohne Popcorn? Was wäre doch wie Ying ohne Yang oder Dick ohne Doof? Ich als Matheser VIP-Praktikant sorge täglich dafür, dass unser Popcorn bei euch landet, wenn ihr ins Kino geht. Und heute nehme ich euch mal mit in die Popcorn-Küche und zeige euch, wie aus einem Maiskolben wie diesem hier ein schöner Popcorn-Eimer wie dieser wird. Dich nenne ich Poppy. Meider nur, was darf denn der schon von mir wissen? Jetzt zuerst einmal bin ich ein Butterfly. Das ist die absolute Weltklasse für ein Popcorn. Und jetzt oder zu meinem Lebenslauf. Mom hat's nicht leicht gehabt mit uns. Meine 400 blärrenden Geschwister und ich haben erst einmal vom Kolben oben müssen. Hey, au, du grober Teufel, das tut doch weh. Oi, weil das Geschiss mit den Praktikanten. Dann ist losgegangen. Zack, auf geht's. Nein, Sack. Und ab ins Matheser. Das ist ein zünftiger Familienausflug, jawohl! Da ist unser Ziel, Popcornmaschine. Das ist Via Venus. Wir hupfen ins aufwärmende Massagenöl und müssen uns dann aussuchen. Team Salz oder Team Zucker. Das ist wir bei Germany's Next Topmodel Idols. Nachher wird die Massagenmaschine richtig auftrat, sodass uns alle auf einmal zerreißt. Jetzt ist hier richtig Achterbahn! Auf geht's! Zigo, jawohl! Wenn wir danach noch aus der Maschine wieder rauskommen, werden wir in solche bunten Titten einpackt, damit ihr uns essen könnt. Aber hey, ich versteh's schon. Bei so einem schneidigen Popcorn kann ihr auch nicht widerstehen. Hey, Noah, nicht! Na, hör auf! Herrschaftszeiten! Das darf ja nicht wahr sein. Popcorn ist schon einfach geil. Euch wünsche ich auf jeden Fall viel, viel Spaß beim nächsten Malteser-Besuch. Natürlich mit Popcorn und Poppy. Wo bist du eigentlich? Ja, wo werde ich schon sein? In dir drin, Depp.